Hallo, herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial-Video von VoiceOver IP to GSM. Wir wollen uns heute ein paar neue Funktionen und Dienste anschauen und genauer gesagt, es geht um Zusatzdienste wie hier oben den Anrufbeantworter, Öffnungszeiten, Ringruf und Softphone. Nicht alle Funktionen stehen momentan jedem zur Verfügung. Wir wollen uns heute den Ringruf anschauen. Dazu ist es wichtig, die Konfiguration, die ich hier nutze, etwas genauer sich anzuschauen, denn der Ringruf basiert auf gewissen Grundeinstellungen. Dazu schaue ich mal meine Anschlüsse. Bei meinen Anschlüssen habe ich momentan 4 SIP-IDs momentan aktiv. Davon in dem ersten habe ich kein Gerät verbunden. Den nutze ich nachher nämlich für den Ringruf. Auf dem zweiten SIP-Anschluss habe ich ein Telefon angeschlossen, auf dem dritten habe ich ein weiteres Telefon angeschlossen und der vierte ist momentan unbenutzt. So, das ist also die Grundkonfiguration. Der Ringruf lässt sich nur auf SIP-IDs legen oder es ist nicht wirklich sinnvoll, ein Gerät darauf zu legen, weil der Ringruf, wie gesagt, das Gespräch auf der SIP-ID annimmt und das Gerät wäre hier ziemlich sinnlos verbunden. Deshalb habe ich jetzt hier die 1 freigehalten, habe hier also kein Gerät dran. So ist die Konfiguration. Hier haben wir die 2 Geräte. Jetzt schauen wir uns das Ganze mit den Rufnummern an. Meine Rufnummer, die ich momentan habe, geht aber auf diese 01, wo kein Gerät angeschlossen ist, weil dort werde ich jetzt gleich meinen Ringruf einstellen für diese SIP-ID. Weiterleitung haben wir keine. Das ist auch nicht wirklich sinnvoll, denn wenn der Ringruf einmal aktiviert ist für eine Nummer oder einen SIP-Anschluss, dann funktioniert auch entsprechend dort die Weiterleitung nicht mehr. So, jetzt gehen wir hier auf den Ringruf. Der Ringruf ist eine sehr komplexe Funktion, welche von eigentlich nahezu allen PBX oder Telefonanlagen unterstützt wird. Der Ringruf ist deshalb komplex, weil er eigentlich mit viele verschiedene Funktionen und Features beinhalten kann, muss aber nicht. Er ist auch teilweise anders umgesetzt. Bei unserer Mico PBX zum Beispiel, die wir anbieten, ist es über die Queue gelöst. Bei anderen Anlagen ist es direkt der Ringruf, Round Robin oder wie die Systeme alle heißen. Und manche können mehr, manche können weniger. Bei manchen muss man den Syntax sehr genau kennen, was die Telefonanlage oder PBX unterstützt, um dort noch ein bisschen mehr zu erreichen. Wir haben uns für einen Weg entschieden und haben dadurch das ein bisschen festgelegt, so wie wir so in der täglichen Arbeit das alles hier selber nutzen. Wie bei allen anderen Funktionen habe ich einen Hauptschalter im Prinzip, wo ich den Ringruf ein- oder ausschalten kann. Das machen wir jetzt hier. Der Ringruf bedeutet also, dass ich der Anruf in die Firma oder ins Unternehmen oder bei mir zu Hause ankommt und dann von dort aus verteilt wird an verschiedene SIP-Anschlüsse oder verschiedene Telefonnummern. Wir fangen mit einem ganz einfachen Szenario an. Wir haben ein kleines Büro. Und wir möchten, dass erst einmal das Gespräch eingeht und es soll bitte bei der Vorzimmerdame klingeln, damit sie entsprechend das Gespräch entgegennehmen kann. Dazu würde ich jetzt das ganze Telefon definieren, dass unsere Vorzimmerdame sitzt auf der 02 und dort soll das Ganze 15 Sekunden lang klingeln. So, jetzt möchte ich, nach 15 Sekunden ist die Frau nicht rangegangen. Es könnte sein, sie ist gerade bei mir im Zimmer drin, weil wir haben gerade eine Besprechung. Also wäre es schön, wenn das Gespräch jetzt auch noch zu mir kommt. Da ich aber nicht weiß, ob die Vorzimmerdame wirklich bei mir ist, sie könnte ja auch einfach nur gerade mit was anderem noch beschäftigt sein, im anderen Gespräch sein, lasse ich es auf jeden Fall dann weiter bei ihr klingeln. Aber lasse es jetzt auch zusätzlich noch bei mir im Büro klingeln. So wäre zum Beispiel der Aufbau eines weiteren parallelen Ziels. Hat das alles nichts gebracht, im Prinzip bei der ganzen Geschichte, das heißt, beide sind nicht rangegangen, immer noch nicht, auch nach weiteren 10 Sekunden kann ich ein weiteres Ziel wählen, wie zum Beispiel die 4. Wir haben zwar gesehen, da war kein Gerät dran, aber wir nehmen jetzt trotzdem mal die 4, für die es nochmal weitere 10 Sekunden klingeln soll. Das ist das Telefon am Pförtneramt, ganz weit unten irgendwo. Das sind erstmal die Konfigurationen, wie das aussehen könnte. Wenn das alles nicht funktioniert, vielleicht sind wir alle gerade auf Betriebsausflug, dann kann ich hier entsprechend eine externe Rufnummer setzen und kann hier eine eigene Telefonnummer definieren, zum Beispiel meine Handynummer, und kann entsprechend dann zu dieser Telefonnummer verbinden lassen. Auch hier kann ich mehrere Telefonnummern gleichzeitig nehmen. Das ist eine Rufweiterleitung. Bitte beachten, dass die externen Gespräche dann ganz normal, wie ein ganz normaler Anruf auf Mobilfunknetz, abgerechnet wird.
Und das wäre es im Prinzip. So habe ich im Prinzip jetzt hier meinen Ringruf. Es beginnt bei dem Telefon 02, es geht weiter bei 02 und 03, es geht zur 04 und am Ende geht es sogar noch auf eine externe Nummer. Das Ganze nach 15 Sekunden lang klingelt es auf der 02, es klingelt weiter 10 Sekunden auf der 02 und 03 und weitere 10 auf der 4, bis es dann nochmal 10 Sekunden hier an dieser Stelle auf der externen Telefonnummer klingelt. Ganz wichtig an dieser Sache ist zu sagen, Nummer 1, bei den IDs, welche ich hier wähle, bei den SIP-IDs, darf nicht die SIP-ID gewählt werden, an der Ende mein Ringruf angenommen werden soll. Das wird auch nicht funktionieren, man kann das also einstellen, wie man möchte, das System nimmt das am Ende einfach nicht an. Aber das ist, wie gesagt, schon mal wichtig zu beachten, das funktioniert natürlich nicht, ist natürlich klar, ich kann nicht wieder zu dem Ringanruf selber verbinden. Deshalb, wie gesagt, gehen hier nur andere einzustellen, als ich unten später gewählt habe. Die externe Rufnummer muss eine tatsächlich externe Rufnummer sein. Es ist also nicht, es funktioniert nicht und es wird dann nicht unterstützt und es darf auch nicht sein, dass hier eine Telefonnummer gewählt wird, die zu meinen eigenen Telefonnummern Voice over IP gehört und die entsprechend hier eventuell auf einer meiner eigenen SIP-IDs konfiguriert ist. Ist es eine Telefonnummer, die auf einem anderen Account liegt, dann ist das kein Problem. Aber nur nicht, wie gesagt, wenn sie hier selber darauf auf meinen eigenen liegt. Wenn ich also selber die Telefonnummer 1001 habe oder was, dann nehme ich nicht die Nummer, sondern ich würde die SIP-ID wählen, auf die die Telefonnummer eigentlich verweist. Das ist das Prinzip. So, jetzt konfigurieren wir den eigentlichen Ablauf. Das Telefonat kommt also auf die entsprechende Rufnummer rein. Die Rufnummer ist konfiguriert auf unsere 01, deshalb habe ich hier die 01 auch schon ausgewählt. Und ich beginne entweder mit gar keiner Begrüßung oder ich begrüße meinen Anrufer und sage, guten Tag, bitte haben Sie einen Moment Geduld, Sie werden weitergeleitet. Hallo, einen Moment, also wir haben da so ein paar Sachen für den Ringruf vorgefertigt. Beim Ringruf haben wir keine eigene Aufzeichnung, das kommt vielleicht noch. Im Moment auf jeden Fall gibt es nur die vorgefertigten Sachen. Der kürzeste ist zum Beispiel, Ihr Anruf wird weitergeleitet. Nun kann ich mir überlegen, was soll der Anrufer während des Ringrufs, während der Weiterleitung hören? Und dazu haben wir momentan den normalen Rufton, das heißt das normale Klingelzeichen. Oder ich entscheide mich für eine unserer netten Musikstücken. Momentan sind hier 8 Stück drin. Es fehlt jetzt noch der Titel dahinter, sehe ich gerade hier. Es werden auch vielleicht noch ein paar mehr Sachen werden für Jahreszeiten, für Themen, für was auch immer. Man wird hier einiges finden, sicherlich, was einem am Ende gefällt. Wir möchten die Musik 1 haben, die hier abgespielt wird während dieses Szenarios. Und nun kann ich noch einstellen, was passiert, wenn alles diese ganzen Aktionen hier erfolglos waren. Das heißt also, sprich, keiner ist hier rangegangen, keiner ist in der 2, keiner 3, keiner ist in der 4 rangegangen. Was passiert dann? Entweder ich sende einfach nur einen Besetzton, das Rufende, oder ich entscheide mich für einen nochmal kurzen Text im Stil der ersten Ansage, dass ich sage, Ihr Anruf konnte nicht durchgestellt werden, versuchen Sie es doch später nochmal, bitte versuchen Sie es später erneut oder ähnliches. Oder ich sende zum Anrufbeantworter. Der muss natürlich konfiguriert sein und muss natürlich eingeschaltet sein. Denn es wird der Standard-Anrufbeantworter benutzt, der mir im System zur Verfügung steht. Dabei ist hier nichts wichtig an Einstellungen, welche SIP-ID oder ähnliches. Es wird direkt zum Anrufbeantworter geschickt und der Anrufbeantworter wird so genutzt in der Funktion, wie er halt hier konfiguriert ist. Das ist die einfachste Variante. Wenn ich jetzt gar nicht so darauf Wert lege, dass der Anrufer Musik hört oder irgendwie begleitet wird, dann mache ich die ganz, ganz simple Geschichte. Ich wähle hier aus gar keine Ansage, ich mache auch keinen normalen Rufton und mache am Ende das Besetzzeichen. Jetzt passiert hier Folgendes. Beim Anrufer auf dem Telefon wird zu sehen sein, es wird gewählt. Der Anrufer hört einen schönen Klingelton und während dieses Klingeltons, der dauert dann entsprechend hier und so 15, 10 und 10 und nochmal 10 Sekunden, hört auch wirklich nichts anderes, aber das System versucht bei Ihnen die 02, die 0203, die 04 und die externe Rufnummer anzurufen. Klickt das alles fehl, wird entsprechend einfach nur ein Besetzzeichen signalisiert. Das heißt, der Anrufer bekommt von der ganzen Weiterleitungshierarchie, die hier dahinter steckt, gar nichts mit. Wer es mag, kann es so machen. Wem es nicht gefällt, kann, wie gesagt, hier sich das selber zusammenbauen, kann hier eine schöne Begrüßung suchen, sucht sich Musik raus und sagt am Ende, es geht nochmal zum AB und dem AB konfiguriere ich vorher entsprechend auch. Speichern das mal ab. Das dauert wieder bei mir ein bisschen, weil wir in der so vielen Systemen sind. Hat er gemacht, keine Fehler drin und beim Anrufbeantworter gehe ich nochmal rein. Den muss ich natürlich einschalten. Es ist nicht wichtig, wie gesagt, dass ich den auf irgendeine SIP-ID aufgelegt habe. Das muss ich gar nicht machen.
kann ich natürlich trotzdem jetzt mich, auf der 1 haben wir gerade eben keinen, aber auf der 2 kann ich noch einen einschalten, auf der 3 oder wie auch immer. Wenn ich jetzt einen Anrufbeantworter auf die 2 schalte, das wäre noch ganz wichtig zu wissen, die 2 ist mein Ringruf mit inklusive und die Einschaltzeit ist unter der Klingelzeit meines Ringrufes, geht natürlich der Anrufbeantworter ran und wird das Gespräch entsprechend entgegennehmen. Also darauf sollte man dann achten, auf solche kleinen Verkettungen und Verzweigungen und ähnliches und so weiter. Also das heißt, die normale Einschaltzeit des Anrufbeantworters sollte auf jeden Fall länger sein, diese 20 Sekunden, als das, was ich hier bei mir im Ringruf eingestellt habe, wie lange es auf dieser einzelnen Nummer am Ende auch klingelt. Ja, ansonsten, wie gesagt, geht hier der Anrufbeantworter ran. Das, was ich ja eigentlich dann nicht möchte, vermutlich, denn es soll ja hier weitergehen. Ja. So viel dazu zum Ringruf. Die Funktion ist sehr mächtig, wie gesagt. Man kann also wirklich viele verschiedene Sachen einstellen. Man muss es auch vieles ausprobieren. Im Privatbereich natürlich genauso nutzbar. Ich nehme den Ringruf dann entsprechend, sage, es soll zuerst mal doch bitte im Haus klingeln. Und wenn im Haus wirklich tatsächlich nach 30 Sekunden, zum Beispiel nach 20 Sekunden niemand rangeht, dann soll es doch bitte noch auf den zweiten Anschluss im Hobbykeller klingeln oder ähnliches. Und wenn dort auch keiner rangegangen ist nach 15 Sekunden, dann sind wir vermutlich alle samt unterwegs gerade im Auto und fahren gerade, ich weiß nicht wohin. Und deshalb lege ich meine Handynummer hin. Dann wäre das zum Beispiel für privat eine sehr interessante Anwendung und Nutzung von der ganzen Sache.